Life is either an incredible adventure or it's nothing at all. Spielarten des Kletterns gibt es viele. So zum Beispiel Bouldern in Absprunghöhe, Sportklettern am Fels, Eisklettern am Wasserfall. Die Unterschiede sind sogar noch weit vielfältiger, zum Beispiel lassen sich Fels und Eis in ein und derselben Route kombinieren. Willkommen in der Welt des Mixed-Kletterns. Eigentlich ganz einfach. Wie der Name schon erahnen lässt, ist Mixed-Klettern die Kombination aus Sportklettern und Eisklettern. Weniger einfach ist allerdings die effektive Fortbewegung in einem solchen Mixed- oder kombinierten Gelände. In der Regel verwendet man, wie beim Eisklettern, Steigeisen und Eisgeräte für den Halt in der Vertikalen. Gut, vertikal ist für schwierigere Mixed-Routen meistens untertrieben, sind doch oft starke Überhänge oder gar riesige Höhlen das Revier des fortgeschrittenen Mixed-Kletterers. Klettern in kombiniertem Gelände ist so alt wie das Bergsteigen. Ab einer gewissen Höhe kommt jedoch meistens unweigerlich Eis ins Spiel. Aus der Entwicklung des Eiskletterns in den 70er Jahren ging dann das moderne Mixed-Klettern hervor. Jeff Lowe kletterte 1994 die Route Octopus mit der Schwierigkeit M8. Er gilt damit als Erfinder der Sportart. Der Amerikaner war der Erste, der seine Eisgeräte auch auf Fels platzierte. Diese Technik, die Herr Lowe vor gut 20 Jahren etablierte, ist heute weitum als Dreitooling bekannt. 3, weil er am Ende des Wasserfalls auf trockenem Fels einfach weiterkletterte, und Tooling, weil er dafür seine Eisgeräte und Steigeisen, Tools, einsetzte. Auch in Europa etablierte sich die Sportart schnell, wie zum Beispiel durch den Protagonisten Robert Jasper. Ich persönlich finde Mixed-Klettern die schönste Art zu klettern. Es ist sehr abenteuerlich und abwechslungsreich.
Wir klettern hier Top Rope. Das heißt, das Seil ist oben am Baum mit Karabiner eingehängt und mein Partner kann mich vom Boden sichern. In diesem Fall habe ich mich von oben her an die Route angenähert. Ich habe mich von sicheren Bäumen weiter oben abgeseilt, bis ich den günstigsten Punkt für einen Top-Rope-Standplatz erreichte. Diese Variante ist natürlich gut, wenn das Gelände keine Sicherungspunkte zulässt, um sich von unten abzusichern. Mit Top Rope kann man natürlich auch die Grenzen suchen, denn man ist sehr gut abgesichert. Aber Achtung, man muss in der Seillinie bleiben, sonst kann es bei Sturz zu großen Seilpendlern kommen, welche oft schlimm enden können. Hier traversiere ich zum nächsten Top-Rope-Standplatz. Sichere mich dort und richte das Seil auf der neuen Route ein.